So, hallo Freunde, ich bin wieder da und ja, wir machen jetzt hier weiter. Wir haben alles zusammen. Au. Also gut, Senor Esponja, nicht so grande. Das waren fünf Sinne. Einen haben wir noch. Wo kann ich nur ein lautes Geräusch für einen Rülpser nach dem Abendessen finden? Mahlzeit. Es gibt auf Flotsam Island nur eines, das so ein Geräusch machen kann. Ja. Ich hätte. Alouette ist der ewig Leben. Alouette, Immortalität. Wer wird ewig leben? Moi. Wer wird die Natur erobern? Moi. Alouette, ich werde ewig leben. Alouette, Immortalität. Oh, kämpfe wie ein Mann, du Schnupftopak-schniefender Landlecker! Du hast die Dame gehört, The Singe. Guybrush, raus hier! Finde deinen eigenen Schatz! Dieser hier gehört mir! Ah, der glückliche Threepwood-Piraten-Clan. Was soll ich noch machen? Oh, ich weiß. Oh, Muschelmist. Ha! Wie konnte ich nur einen Langweiler wie dich heiraten? Weißt du, wenn ich dich erstmal von den Pocken geheilt habe, wegen denen du diese gemeinen Sachen sagst, wirst du mir ganz schön viele Küsse schulden. Ich würde dich nicht mal mit seinen Lippen küssen, Schiffsjunge. Ich unterbreche diesen Hausfrieden ja nur ungern. Aber ich muss meine Maschine noch einstellen, bevor die charmante Madame Threepwood ihre Reise in die Geschichte der Wissenschaft antreten kann. Keine Sorge, Butterblume. Wenn ich erst La Esponja Grande in dieses laute Dingsbums kriege, sind unsere Probleme gelöst. Ja, nun, versuche einfach etwas leiser zu sein, ja? Wenigstens hoffe ich das. Hä? Ach, jetzt hänge ich auch da drin. Scheiße. Eimer mit Wasser. Was ist das? Das ist ein Eimer Wasser. Na. Okay. Der Türrückpapagei aus Petaluma. Ich kann nicht glauben, dass dieser dumme Papagei einen Weg zurück in mein Leben gefunden hat. Ich bin richtiger Pirat. Oh, ich kann einfach nicht wütend auf dich sein. Moment mal, wir haben doch vorhin das mit dem Brunnen gemacht. Funktioniert das da vielleicht auch? Ach, was zum Teufel. Es funktioniert? Ja, es funktioniert! Süß. Ah! Glänzen! Jetzt? Hallo? Ich frage mich, warum die eigentlich Glühwürmchen heißen. Es sind doch gar keine Würmer. Ja, eigentlich schon, ne? Beinlampe. Achso, jetzt habe ich meine Beine gar nicht mehr. Reden wir mal mit ihm? Hey, The Winch! Das heißt The Singe. Was auch immer. Also gut, Strange, du hast mich da, wo du mich haben wolltest. Lass jetzt also meine Frau frei. Sie? Ich will sie und ihren erbärmlichen Pockenfreikörper nicht mehr. Ihre Frau hingegen trägt eine wahre Flut der speziellen Pockenerreger des Threepwood-Stamms in sich. Damit kann ich noch mehr Jüdewie erzeugen. Drecksack. Du wirst dafür büßen, was du morgen angetan hast, du Satan! Ich hatte sie bereits für ihre Dienste entlohnt. Eine große Sack Silberstücke, wenn ich mich richtig erinnere. Doch nicht dafür! Dafür, dass du sie umgebracht hast! Piraten und Piratenjäger. Ihnen scheint immer ein frühes Ableben beschieden. Gott sei Dank. Ich sah, wie sie aus dem Labor rannten, nachdem sie ermordet hatten. Natürlich rannte ich aus meinem Labor! Aus dem Boden war überall Blut verteilt, anstatt sauber in den Fläschchen abgefüllt zu sein, wo es hingehört. Boah. Was machst du denn mit dem Windsteuerungsgerät? Das hört sich nach unmittelbar bevorstehender Explosion an. Ach, was bin ich froh, dass Sie das fragen. Sie müssen wissen, ich versuche mein handgefertigtes Hapsichronitron mit meinem Ossimörliger Fiskop zu vereinen, um in dem Vekelian-Klimatifon eine Resonanzfrequenz zu erzeugen, die mir hoffentlich zum Anatomieren von lebendem Gewebe auf makroskopischer Basis dienen kann. Okay.
Was macht denn meine Hand da oben auf dem Turban? Ihre Hand opfert großzügigerweise die letzten Tropfen der bewunderungswürdigen Poggen, die es mir ermöglichen, genug totes verachtenden Jus de Vie zu erzeugen, um unversehrt die Poggen ihrer Frau auf allen Meeren verbreiten zu können. Der arme kleine Kerl sieht ja schrecklich aus. Leider ja. Ich vermute fast, dass er das nicht überleben wird. Ach nun, so ist eben der Jus de Vie. Drecksack, ey. Mein Turban ist nicht sehr französisch. Na. So, was kann ich denn jetzt hier machen? Wenn das über die ganze Insel verteilt wird, vielleicht kann ich den einfach da reinschmeißen. La Esponja Grande ist... Nein, nicht da rein. Ins Horn. Horn. Klappt das? Was ist das? Ein fliegender Porifera? Hey, gib das zurück! Ich soll meinen Moment des Triumphs wegen deines langweiligen Voodoo-Unsinns aufs Spiel setzen? Das glaube ich nicht. Moment des Triumphs? Ja, mit meinem Harpsichronitron habe ich die einzigartige harmonische Frequenz gefunden, mit der ich Materie pulverisieren und über die Meere verbreiten kann. Schau nur! Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat! Erstmal danke. Das Ding hat schon angefangen, mir mächtig auf die Nerven zu gehen. Zweitens bist du verrückt, wenn du glaubst, dass du mich da reinkriegst. Okay, verrückter. Sie? Ich will sie nicht. Es sind die Moleküle ihrer Frau, die ich über alle Meer verschmieren will. Versuch es doch, du Weichei! Warum sie? Wegen ihrer Pocken, sie Trottel! Sie hat die gleiche, einzigartige Art von Pocken, die sie einmal hatten. Die gleiche, die durch ihre fantastische Hand floss. Die gleiche, die ich in meinen fantastischen Jus de Vie distilliert habe. Mein linkes Händchen. Leider enthält eine einzige Hand nur so viel des Threepwood-Bakterienstamms, um daraus nur ein paar Schlückchen Jus de Vie herzustellen. Selbst wenn ich ihre geliebte Biest auf die Knochen aussaugen würde, würde ich nur ein paar Fässchen des Jus bekommen. Ich hau dir eins aufs Fässchen! Nein. Wenn ich einen immerwährenden Stamm des Jus de Vie haben will, muss jeder Pirat auf der Welt dem Threepwood-Stamm ausgesetzt werden. Also, Madame Threepwood, bitte einen Moment stillhalten. Ich werde es so schmerzlos wie möglich machen. Wie nett! Mach ich aber nicht! Oh! Oh! Sie hat die Macht des Jus de Vie! Krass. Und nun? Scheiße, 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 ich muss was machen. Was habe ich hier, was habe ich hier, was habe ich hier? Die Pepperoni? Die Beinlampe? Vielleicht die Pepperoni auf den anwenden? Hey, Wu! Was jetzt? Das muss brennen. Ja, und jetzt sind da die Glühwürmchen drin. Was zum Teufel? Kutsch! oh nein. Scheiße. Ja, was denn nun noch? Hey, the monkey! Was denn? The monkey. Sie werden Elaines Schwert nie entkommen? Du wirst dem Schwert meiner Frau nicht entkommen, ist dir das klar? Ich sah einmal, wie sie eine ganze Horde wilder Vertreter mit nichts weiter als einem Taschenmesser und einem Staubwedel in die Flucht schlug. Wie eindrucksvoll! Aber solange sie nicht unbezwingbare Rotarians waren, die von meinem unglaublichen Jus de Vie profitierten, hing der Vergleich stark hinterher. Schon bald wird sie ermüden und ihre Pocken werden mir gehören, damit ich sie in alle vier Richtungen der Erde verbreiten kann. Ich werde dich gleich portionsgerecht in alle vier Richtungen verbreiten!